draußen und herzlich willkommen zu einer ganz kleinen Information, bevor das Video startet. Sorry für die Soundqualität, ich nehme hier mit meinen Apple-Kopfhörern auf, weil ich mein Mikrofon nicht mitnehmen konnte. Ich konnte zwar meinen Computer mitnehmen, aber im Koffer war kein Platz mehr für mein Riesenteil, das Blue Yeti. Und deswegen entschuldigt bitte die Soundqualität. Ich muss noch warten, bis mein Bruder nach Hause kommt, dann kann ich mir wenigstens so ein großes Headset aufsetzen, damit das für die nächste Runde besser ist. Bleibt aber dran, das ist eine richtig coole Runde und ja, entschuldigt die Soundqualität und jetzt viel Spaß. Oh yeah! Hey ihr Höhlenmenschen draußen und herzlich willkommen zum 18. Kit und zwar auch zur 18. Folge Enderkits. Heute haben wir das Kit Angler und der Angler startet mit einer Angel und hat die Fähigkeit, Feinde oder Tiere damit zu sich zu ziehen, sowie 3 gebratene Fische zu angeln. Ja, bin ja mal ganz gespannt und wie ihr seht, gibt es hier jetzt den Spion, das Chamäleon, den Tracker, den Assassin, den Morpher und den Enderman. Das sind die 6 neuen Kits und ich freue mich schon so, wenn ich die endlich vorstellen darf und hochladen darf. Denn ich möchte ja keine Runde bringen, bevor die Ender Games Serie vorbei ist. Und ja, und dann kommen noch mehrere wieder dazu. Also das macht mich so happy, wenn man sich einfach so vorstellt, so, yeah, es kommen wieder neue Kits. Und ja, ich finde einfach auch, dass davon keins overpowered ist, weil einfach so viele Klassen dabei sind, die da mithalten können. Also wenn jetzt einer ein Spion ist und sich unsichtbar machen kann, dann kann ein Tracker genauso gut dagegen halten, weil er einfach sieht, wie viel Herzen der Typ noch hat, der sich gerade unsichtbar macht, genau wie viele Blöcke dabei ist und dass er Spion ist, dann weiß er eben, dass er unsichtbar ist. Und das ist teilweise echt ziemlich cool, denn der Bomber wurde schwächer gemacht und der Holzfäller, denke ich, stärker. Ich weiß es nicht. 10 Sekunden geht's auch schon los. Ich hoffe, wir bekommen eine gute Kiste und nicht. Ja. Wenn wir Enderperlen haben, dann porten wir uns gleich mal rüber. So. Ja, perfekt. Das war ein sehr, sehr guter Start. Moment, und hier noch. Ja. Die Eineisen haben wir uns noch schnell gesnackt. So, holen wir uns gleich mal Holz. Jetzt können wir uns noch einen Eisenhelm auch noch machen und hier schwert das dann schon. Ganz cool. So, zick. Zack. Ja, da oben ist noch eine Kiste. Die looten wir jetzt gleich mal. Mal gucken. Enderperle, Pfeile. Pfeile sind immer gut. So, ein Bogen wäre noch ganz cool. Weil dann könnten wir Bogen-Action-Action machen. Yeah. Dankeschön für den Bogen. Komm raus. So. Das hier kommt auf die 3. Dann fange ich jetzt schon mal an zu craften. Ich möchte nämlich keine Zeit verschwenden. So. Möchte ich das gerne haben? Oh, danke schön. Jetzt können wir uns noch Schuhe machen. Ja. Ein Gold noch, dann könnten wir uns auch eine Hose machen. Aber bisher ist eigentlich alles ganz schlex und cool. Ja. Ich wusste, dass das einer ist. Und du bist jetzt tot, weil du ihn getötet hast. Und das kann ich, damit kann ich einfach nicht leben. Er war ein treuer Gefährte von mir. 85 Blöcke. Wir könnten uns jetzt noch was craften. Und zwar eine Hose und einen Brustpanzer. So, zack, 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 zack. Jupp. So, hier was noch zu essen. Und dann sind wir jetzt für den Anfang ziemlich gut ausgerüstet. Mal gucken, wie das Ganze hier so wird. Jetzt versuchen wir mal so ein paar Angeltricks zu machen hier, ne? Okay, 80 Blöcke. Rennen wir einfach mal auf die Gegner zu. Jetzt müssen wir aber auch immer aufpassen, jedes Tier könnte hier jemand sein. Da müssen wir jetzt echt immer gucken. Der hat uns wohl nicht gesehen. So, ganz kurz wieder gucken. Crab wegschmeißen. So, das braucht hier ja keiner. Und das auch nicht. So, weiter geht's. Ich möchte das Kind vorstellen. Hallo, ich muss jemanden angeln. So, gucken wir hier noch schnell rein. Oh, ein Eisen haben wir, Baby Kuh.
Oh, der ist, schätze ich, Enderman. Ja, er ist Enderman. Der bekommt nämlich dann keinen Schaden. Wo ist er? Da unten im Wasser zu sneaken. Ja, ist auch nicht immer sehr schlau. Hätte ich an seiner Stelle nicht gemacht. Ich habe ihn nämlich entdeckt. Aua. Wieso bin ich so dumm und nicht in der Pille? Eine Werkbank, weil wir brauchen was zu essen. Obwohl wir Fische im Inventar haben. Ja, Leute, ich habe es gesehen. Braucht mir nicht in die Kommentare zu schreiben. So. Und wir angeln uns den da vorne jetzt. Komm, den angeln wir uns jetzt her. Geil. Wir kommen von hinten angedüst. Den haben wir jetzt etwas verwirrt hier. Und er ist tot. Okay, da ist aber ein Brustpanzer dabei, den ich gerne haben möchte. Beeil dich. Danke. So, und ist das ein Schärfeschwert? Ich weiß es nicht. Schärfeschwert, dann kommt das hier hin. Und dann müssen wir noch schnell hier was mampfen. Und packen gleich mal das rohe Fleisch hier wieder runter. So, da vorne ist auch noch jemand. Okay, er ist Bomber. Nee, er ist doch kein Bomber. Ich dachte mir gerade so, ja. Wir können ihn jetzt an uns ranziehen, ne? Moment. Ein Schuss. Und dann noch einen Schuss. Moment, so. Ach nee. Oh. Wieso rennt er denn weg? Das mag ich nicht, wenn du wegrennst. Das ist nicht so doll. Bleib doch bitte da. Aber wie ihr seht, hier. Ich hab's euch vorher auch im Kampf gezeigt. Hä? Das Schwein habe ich jetzt an mich rangezogen. Das ist teilweise hilft im Kampf echt, weil der Gegner dann mega verwirrt ist. Dann denkt er sich so, was ist denn jetzt passiert? 291 Blöcke. Wieso? Was könnten wir uns denn alles noch craften? Ich weiß es nicht. Kacke, hauen wir mal weg. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich würde sagen, die Pfeile tue ich hoch und den Wassereimer runter. Weil ein Wassereimer ist immer gut. Ein verzauberter Bogen ist auch immer gut. Und ich würde sagen, ich spare den einen Dia noch auf und dann könnte ich mir nachher eine Dia-Hose machen, sollte ich noch einen finden. Das wäre dann ziemlich, ziemlich cool. So, ich renne jetzt entlang. Und es kann sein, dass jede Minute bei mir jemand reinkommt und deswegen muss ich aufpassen. Weil ich möchte echt nicht cutten oder sonst irgendwas. Und ich möchte, dass ihr eine schöne Runde habt. Ich renne jetzt einfach mal auf ihn zu. Okay, zwei Spieler leben noch. Achso, das bin dann eh ich schon. Und der letzte. Mal gucken, es kann sein, dass es dann eine ganz schnelle und coole Runde wurde. Aber ich glaube, ich konnte euch das Angler-Kit ganz gut zeigen. Aber Angeln, ja, das ist immer so eine Sache, ne? Okay, der ist full Deer. Aua. So, wir haben ihn sehr, sehr oft getroffen. Und jetzt gehe ich auf ihn los, denn... Okay, er ist Vampir, so wie es aussieht. Hallo. Alter, das war voll knapp. Lilal, habt ihr das gesehen? Er hat mich, GG. Er hat mich gar nicht mehr getroffen. Ich bin dann so geil um den Baum rübergerannt und so BÄM. Und dann habe ich ihm noch den letzten Gnadenstoß gegeben. Leute, das war eine richtig coole Runde. Ich meine, ich konnte euch jetzt das Kit hoffentlich zeigen, so wie es ist. Also ich finde den Angler sehr fair. Also das ist mein Fazit zu dem Kit. Der Angler ist ein sehr faires Kit. Vor allem, wenn man Essensprobleme hat, finde ich, ist der Angler zwar gut, aber da gibt es bessere Kits, wie zum Beispiel den Schinken. Also wenn du, wenn irgendjemand von euch jetzt vielleicht in Ender Games oft nichts zu essen hat, sollte er lieber den Schinken nehmen statt den Angler. Weil es, finde ich, mit dem Angler nicht sehr vom Vorteil ist zu angeln im Wasser, weil das kann man sich eigentlich nicht erlauben. Es kann jederzeit jemand von hinten kommen und das ist, dauert teilweise oft echt lange, bis du dann einen Fisch bekommst. Aber wenn du einen Fisch angelst, hast du drei gebratene Fische, das ist dann schon ganz gut.
Und ja, das mit dem Heranziehen ist auch ganz gut, weil man kann die Gegner sehr, sehr verwirren. Es war aber eine super geile Runde. Ich bin jetzt super froh. Vielleicht liegt es an der Umgebung hier. Mm, die macht mich positiv. Ja, freut euch auf die kommenden Kids. Ich bin happy, 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 happy. Daumen nach oben für die geile Runde. Daumen nach oben, wenn ihr mehr Ender-Kids wollt. Und Daumen nach oben, wenn ich alle neuen Kids vorstellen soll. Das, was ich sowieso mache, aber Daumen nach oben. Ich like geiler Hurensohn. Nein, das gibt mir immer so eine Rückmeldung, wie es war. Und das freut mich immer, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ja, nette Kommentare freue ich mich auch immer. Konstruktive Kritik, außerdem auch immer in die Kommentare. Dafür bin ich offen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über... Ja, das habe ich schon gesagt. Ja, ich würde mal sagen, ich hoffe, die Soundqualität war nicht allzu schlecht. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Kit. Das ist dann, glaube ich, schon der Yeti. Oh, cool. Dann macht's gut. Ciao.